Ich will endlich mehr wissen über den Mann, mit dem ich hier in letzter Zeit so viel unternehme. In seiner Nähe fühle ich mich wohl, aber von mir weiß er mehr als ich von ihm. Da möchte ich endlich mal etwas über ihn erfahren. Hedan druckst herum und sieht mich unsicher an. Scheinbar fällt es ihm wirklich schwer, etwas über sich zu erzählen. Doch dann scheint er meinen flehenden Blicken nicht mehr standhalten zu können. Ach Scheiße, knurrt er leise. Ich bin von meinen Eltern nicht gewollt worden. War wohl einfach nicht erwünscht. Jedenfalls wollten meine Eltern mich loswerden und haben mich vor irgendeiner Kirche abgelegt, die Penner. Dort hat man mich bis zu meinem 13. Lebensjahr großgezogen, auch wenn ich mich da nie wohlgefühlt habe. Mit 13 bin ich dann abgehauen, weil mir diese Priester wirklich auf den Sack gingen. Dauernd meinten die zu mir, dass ich Gott dienen sollte. Und das war mir wirklich zu dumm. Was sollte ich doch damit anfangen? Meine Eltern hatten mich ausgesetzt, weil sie mich nicht haben wollten. Da kann einer wie ich auch nicht sehr viel mit Gott anfangen. An sowas glaube ich einfach nicht. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann abgehauen und habe mich eine Zeit lang auf der Straße rumgetrieben. Keine Ahnung, ob ich da überlebt hätte, wenn mich da nicht ein paar Jungs aufgenommen hätten, die sich um mich gekümmert haben. Zwar musste ich für die klauen, aber das war mir ziemlich egal. Dadurch habe ich wenigstens überlebt. Ich sehe ihn ruhig an und für einen Moment schweigt Hedan. Sein Blick trifft meinen und ich sehe in seinen Augen, dass er sich scheinbar Sorgen macht. Ob er denkt, dass ich deswegen nichts mehr mit ihm zu tun haben will? Lächelnd lege ich den Kopf schief. Du kannst ruhig weitererzählen, flüstere ich leise und greife nach seiner starken Hand. Es ist nicht schlimm. Natürlich finde ich es traurig, dass deine Familie dich einfach weggegeben hat, aber wichtig ist doch nur, was aus dir geworden ist, oder? Ich finde, aus dir ist ein sehr netter junger Mann geworden. Etwas ungehobelt vielleicht, aber direkt und ehrlich. Sowas mag ich an Menschen. Er sieht mich perplex an und lächelt dann etwas. Ach, hör schon auf, Süße, flüstert er leise und sieht die Hand, die ich halte, an. Auf seine Wangen schleicht sich eine schöne Röte und ich finde es faszinierend, wie er aussieht in diesem Moment. Du kannst ruhig weitererzählen, flüstere ich leise und ignoriere die Tatsache, dass er mich Süße genannt hat. Mittlerweile gewöhne ich mich an seine mehr als direkte Seite, die ich irgendwie auch liebenswert finde. Er ist das komplette Gegenteil zu mir, auch wenn wir beide sehr ehrlich sind. Hedan druckst erneut herum und seufzt dann. Mann, ich bin eben echt nicht stolz auf meine Vergangenheit, nuschelt er leise und fragend sehe ich ihn an. Er seufzt leise und drückt meine Hand, als hätte er Angst, ich würde ihn mit einem Mal loslassen. Aber das habe ich überhaupt nicht vor. Sanft sehe ich ihn an und ermuntere ihn, damit weiterzusprechen. Es ging so weit, dass bei einem Überfall ein Geschäftsmann ums Leben kam. Einer meiner Jungs hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Da hatte ich dann genug und wollte damit nichts mehr zu tun haben. Ich habe in der Nacht meine Sachen zusammengepackt und bin verschwunden. Aber weit gekommen bin ich nicht. Sie haben mich gefunden und zusammengeschlagen. Ich wäre beinahe daran gestorben, wenn ich dein Mann gekommen wäre, um mir zu helfen. Später fand ich heraus, dass er auf einem Schiff arbeitet und dort kellnert. Er kümmerte sich um mich und bot mir an, dass er mir einen Job besorgen könnte. Natürlich war ich begeistert und er half mir, auf dem ersten Schiff anzuheuern. Langsam arbeitete ich mich hoch und wurde vom Tellerwäscher zum privaten Dienstboten. Aber im Grunde hat mich das immer angekotzt. Ich habe das nur gemacht, weil ich doch eh nirgendwo anders hingekonnt hätte. Mich will doch keiner, also was soll's. Ich war immer allen egal und richtig um mich gekümmert hat sich auch niemand. Jeder hat nur seinen Nutzen daraus gezogen. Die Mönche hatten ihren Seelenfrieden, die Gang hatte ihr Essen durch mich und der Seemann wurde befördert, nachdem ich seinen Job übernommen habe. Ziemlich beschissenes Leben, was? Und jetzt hat man mich auch noch rausgeschmissen. Besser hätte es überhaupt nicht laufen können. Bedrückt senke ich meinen Blick. Ich werde das Gefühl nicht los, dass er wegen mir den Job verloren hat. Wenn das wirklich so ist, dann wird sich mein Gewissen wohl mein ganzes Leben lang übermelden. Seufzend hebe ich meinen Blick wieder und sehe direkt in seine schönen Augen. Bei diesem Blick bekomme ich eine Gänsehaut. Das mit deinem Job tut mir leid, flüstere ich leise. Er schmunzelt und schüttelt den Kopf. Ist nicht deine Schuld, Püppchen, wirklich nicht. Irgendwo komme ich unter. Unkraut vergeht nicht, Süße. Das beruhigt mich aber nur ein kleines bisschen. Ich weiß nicht mehr, was ich von Sasuke halten soll. Wir stehen uns gegenüber und wütend sieht er mich an.
Weißt du was, Nyoko? Ich habe auf deine kindischen Spielchen überhaupt keine Lust mehr. Am Anfang habe ich wirklich gedacht, dass du ein ganz nettes Mädchen bist, mit dem man sich unterhalten kann. Dass du nicht so drauf bist wie die anderen. Aber dummerweise habe ich mich darüber geirrt. Du bist genauso ein Mädchen wie die anderen auch. Genauso eine dumme Pute. Wie alle, die ich kennengelernt habe. Ich habe darauf keine Lust mehr. Schnaubend sehe ich ihn an und balle meine Hände zu Fäusten. Was soll das? Knurre ich ihn leise an. Warum tust du mir so weh? Ich verstehe dich einfach nicht mehr. Sasuke rudert etwas mit den Armen herum und packt mich dann an den Schultern. Meine Güte, kapierst du es wirklich nicht? Faucht er mich an und seine dunklen Augen funkeln wütend. Ich brauche kein Mädchen an meiner Seite. Eine einzige, die reicht mir nun mal nicht. Verstehst du das nicht? Warum rennst du mir hinterher? Und diese dämliche Sache mit dem eifersüchtig machen kannst du dir auch sparen. Das bringt nämlich nichts bei mir. Du erniedrigst dich einfach nur selbst. Mehr machst du nicht. Bekomm mich endlich aus deinem Kopf. Anscheinend meint er das wirklich ernst. Seine Augen sind so wütend und sein Blick so kalt. Scheinbar habe ich überhaupt keine Chance, an ihn heranzukommen. Bedrückt senke ich den Blick und in mir kommen Tränen hoch. Also willst du wirklich nichts mehr mit mir zu tun haben? Flüstere ich leise. Er schüttelt den Kopf. Nein, will ich wirklich nicht. Meine Güte, ich bin nun mal nicht für Beziehungen geschaffen. Der einzige Mensch, den ich dauerhaft an meiner Seite ertrage, ist mein Bruder. Besonders Frauen bedeuten mir überhaupt nichts. Also da lass mich endlich in Ruhe und such dir jemanden, der dich wirklich lieben könnte. Wenn du dich immer nur mit mir abgibst, dann wird das nichts. Ich mach dich nicht glücklich. Und du mich erst recht nicht. Einen Moment lang sieht er mir noch ruhig in die Augen, dann dreht er sich weg und geht. Seufzend lasse ich meinen Kopf hängen, während mir Tränen über die Wangen rennen. Ich habe verloren. Das wird mir langsam bewusst. Egal, was ich machen würde, es würde nichts mehr retten. Scheinbar muss ich wirklich akzeptieren, dass Sasuke nichts mehr mit mir zu tun haben will. Bedrückt gehe ich zu meiner Mutter zurück. Mittlerweile ist mir egal, was mit mir passiert oder ob sie mir an den Kopf wirft, dass sie es mir doch von Anfang an gesagt hat. Vielleicht sollte ich froh sein, dass er mir meine Jungfräulichkeit nicht geraubt hat. So gibt es noch Männer, die mich heiraten können. Wer von ihnen das nun werden soll, weiß ich nicht. Mir ist das auch egal, wenn ich ehrlich sein soll. Irgendwie werde ich mein Herz wohl neu verschenken müssen. Ab sofort wird diese Überfahrt für mich absolut ruhig verlaufen und ohne, dass noch irgendwas passiert. Ich muss mir wohl eingestehen, dass in meinem ganzen Leben nicht mehr sehr viel geschehen wird. Ich werde solch ein Leben führen, wie meine Mutter es von mir erwartet. Alles wird so laufen, wie sie sich das vorstellt. Und jetzt, wo ich mein Herz verloren habe, werde ich mich nicht mehr gegen etwas wehren, was von mir verlangt wird. Sie hatte von Anfang an recht. Vollkommen egal, ob ich das jetzt hören will oder nicht. Es wird ein absolut ruhiges Leben für mich werden, mit einem Mann an meiner Seite, den ich niemals liebe. Aber ich glaube nicht, dass ich mir mit Sasuke noch eine Zukunft vorzustellen brauche. Es wird überhaupt nichts bringen. Ich muss mit dem Thema abschließen und darf einfach nicht mehr weiter daran denken. Es hätte keinen Sinn, wenn ich jemandem nachweinen würde, der mir so deutlich gesagt hat, dass er nichts mehr mit mir zu tun haben will. Irgendwie muss ich damit klarkommen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Seufzend setze ich mich zu meiner Mutter in den Salon. Und sie sieht mich für einen Moment lang schweigend an. Doch dann merkt sie wohl, dass ich mich ihren Fängen ergebe. Begeistert fängt sie an, mir von meinem einen Mann zu erzählen, der scheinbar meine Hand angehalten hat. Ich weiß nicht, wer er ist. Erkenne dann aber den Mann aus der Bar wieder, mit dem ich mich unterhalten habe. Er ist sympathisch. Und ich denke mal, wenn ich ihn heiraten muss, dann werde ich ihn zwar nicht lieben können, aber ich werde mit ihm klarkommen. Es hätte mich wohl schlimmer treffen können. Ich bringe William erstmal in seine Kabine, wo er sich hinlegen soll. Sanft, aber bestimmt drücke ich ihn in sein Bett und fiebernd sieht er mich an. Mein Gott, warum muss er nur so schön aussehen? Am liebsten würde ich über ihn herfallen, so niedlich wie er aussieht, mit diesen glasigen Augen und den geröteten Wangen. Meine Worte bereue ich kein Stück. Immerhin ist er mir wirklich wichtig. Und ich glaube, ich habe noch nie jemanden wirklich geliebt, bis jetzt, wo ich ihn gefunden habe. Selbst wenn das mit Itachi wohl nur Spielerei war, hat er mir gezeigt, was ich wirklich will. William mustert mich etwas und seufzt dann leise. Ich weiß wirklich nicht, was ich mit dir machen soll, nuschelt er, und blinzelnd sehe ich ihn an. Dann schleicht sich ein Lächeln auf meine Lippen und ich streichle über seine Wange.
Ach, weißt du, mir würde da schon was einfallen, wie wir beide den Tag rumbekommen würden, ohne dass du das Bett überhaupt verlassen müsstest. Als mich sein total verwirrter Blick trifft, werde ich mit einem Mal blass. Ruhig sehe ich ihm in die Augen und stelle dann eine Frage, die mir schon auf dem Herzen liegt. Hat dich irgendwann mal jemand aufgeklärt? Also ich meine, wie das mit dem Sex funktioniert und so? Sofort färben sich seine Wangen in ein so dunkles Rot, dass ich mir Sorgen mache, sein Kopf platzt gleich. Schüchtern schüttelt er den Kopf und starrt auf die Decke. Jetzt bin ich aber mal vollkommen vor den Kopf gestoßen. Der Süße hier weiß noch nicht mal, wie die Sache mit dem Sex funktioniert. Wie soll er sich denn dann vorstellen, dass sowas auch zwischen Männern klappt? Natürlich könnte ich es ihm einfach zeigen. Wenn ich mich zu ihm ins Bett legen würde und anfangen würde, nicht mehr herumzufummeln, dann würde er sich wahrscheinlich überhaupt nicht wehren. Er könnte gar nicht so fiebrig, wie er wirkt. Aber soll ich jetzt wirklich mit jemandem schlafen, der überhaupt nicht weiß, was auf ihn zukommt? Soll ich ihm das mit den Bienchen und Blümchen jetzt nochmal ganz von vorne erklären, oder wie? Seufzend fahre ich mir durch die Haare und sehe ihn an. Aber du musst doch irgendwie eine Ahnung haben, wo die Babys herkommen. Du bist zwar noch sehr jung, aber kein Kind mehr. In deinem Alter sollte man sich schon ein bisschen mit sowas auskennen, meinst du nicht? Ein bisschen was musst du doch aufgeschnappt haben. Ich habe doch noch die Hoffnung, dass er irgendwie eine Ahnung hat von dem, worauf ich gerne hinaus möchte, aber ich werde nicht über jemanden herfallen, der keine Ahnung hat, was mit ihm passiert. Schüchtern sieht mich William an und ich könnte ihn schon wieder anspringen. Was macht dieser Junge denn nur mit mir? Er zuckt mit den Schultern. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, murmelt er leise. Mich hat das auch noch nie so richtig interessiert. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie das zwischen zwei Männern gehen soll. Männer und Frauen sind ja schon anatomisch dafür gebaut, aber zwei Männer doch nicht. Ach du je. Seufzend sehe ich ihn an und lege mich dann einfach neben ihn. Was soll ich ihm denn da jetzt erklären? Ich weiß wirklich nicht, was ich da machen soll. Auf der einen Seite ist er so niedlich unschuldig, dass man sich gar nicht traut, ihn anzufassen. Aber es fällt mir auch trotzdem schwer, mich zurückzuhalten. Am liebsten würde ich ihm einfach die Klamotten vom Leib reißen und mich auf ihn stürzen. Ich hebe meine Hand und streichle ihm etwas durch die Haare. Weißt du, ich möchte dir das alles jetzt nicht erklären, weil ich gar keine Ahnung habe, wie ich das machen soll oder wo ich anfange. Aber ich kann dir so viel sagen, dass sowas auch zwischen Männern funktioniert. Natürlich ist es von der Natur so vorgesehen, dass Männer und Frauen zusammen Kinder zeugen. Aber wenn man an einen Mann sein Herz verliert, dann kann man diesen auch körperlich lieben. Schüchtern sieht er mich an und doch erkenne ich in seinen Augen auch eine gewisse Neugierde. Offenbar hat er wirklich überhaupt keine Ahnung, aber er schreckt nicht vor mir zurück, sondern hört mir einfach nur zu. Will er wirklich mehr wissen? Wenn dein Körper auf mich reagieren würde, flüstere ich leise, würdest du dich dann von mir verführen lassen? Ich habe das Gefühl, als würdest du das schon gerne mal kennenlernen. Errötend sieht er mich an und rutscht dann etwas von mir weg. Aber sowas macht man doch eigentlich erst, wenn man verheiratet ist, oder nicht? Nuschelt er leise. Ein bisschen Ahnung habe ich ja schon, wenn auch nicht viel und schon gar nicht aus eigenen Erfahrungen, aber also, ich weiß nicht mehr, als man so gehört hat unter den Bediensteten meiner Herrschaften. Die unterhalten sich öfter mal über sowas, aber ich selbst kann da nie mitreden. Doch in allem sind sie sich einig. Körperlich näher kommen darf man sich erst, wenn man verheiratet ist. Blinzelnd sehe ich ihn an und schließe dann meine Augen. Jetzt kommt er mir auch noch so